Herzlich willkommen zu diesem Medienkompetenz-Screencast. Mein Name ist Franzi Meyer und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Kommunikations- und Medienwissenschaften an der TU Braunschweig. Ich freue mich heute, einen kleinen Einblick in unsere Forschung geben zu können. Kurz zu meinem Hintergrund. Ein Schwerpunkt, mit dem wir uns wissenschaftlich auseinandersetzen, ist die Medienkompetenz. Also welche Fertigkeiten und Fähigkeiten sind notwendig, um in einer Welt, wo digitale Medien nicht mehr wegzudenken sind, zurechtzukommen. Digitale Medien haben Einzug in alle Lebensbereiche, sei es in der Freizeitgestaltung, in der Arbeitswelt oder aber auch beim Lernen in der Schule. Heute schauen wir uns ein Beispiel an, wie Medienkompetenz definiert wird und setzen dies in Bezug auf die Mediennutzung während der Corona-Krise. Es gibt unzählige Modelle, die sich auf die Medienkompetenz beziehen. Das bekannteste in Deutschland ist dabei das Medienkompetenzmodell von Barke. Da dieses bereits einen großen Bekanntheitsgrad hat, gibt es einige Informationen darüber, die öffentlich zugänglich sind. Daran bedienen wir uns auch heute, indem wir ein Video zeigen, das kurz erklärt, auf welche Dimension sich Barke in seinem Modell bezieht. Und los geht's! Barkes Definition des Begriffs Medienkompetenz ist unterteilt in vier Dimensionen: Mediennutzung, Mediengestaltung, Medienkunde und Medienkritik. Mediennutzung schließt ein, dass Schüler Medien effizient einsetzen können, zum Beispiel zur Lösung von Aufgaben oder Problemen. Neue Medien zeichnen sich durch ihre Interaktivität aus. Diese interaktiven Angebote sollen wahrgenommen, aber auch innovativ eingebracht und somit Neues geschaffen werden. Weiterhin beinhaltet Mediennutzung das rezeptive, also das aufnehmende Anwenden der angebotenen Inhalte. Mediengestaltung bezeichnet die aktive Teilnahme des Mediennutzers. Schüler können allein oder gemeinsam Medien gestalten und beispielsweise Videos erstellen, Fotos bearbeiten, Webseiten kreieren und so weiter. Medienkunde bedeutet, einen gewissen Wissensstand über Medien zu besitzen, das heißt, über Medien informiert zu sein. Schüler können unter anderem Hardware und Software installieren. Sie sind darüber hinaus in der Lage, einfache Probleme zu lösen. Weiterhin können sie Suchmaschinen effizient nutzen und kennen Fachbegriffe aus der Medienwelt. Kurz, sie können elektronische Endgeräte bedienen. Medienkritik schließlich bedeutet unter anderem, Medien zu analysieren und kritisch zu hinterfragen, also analytisch mit den Inhalten umzugehen, anstatt alles einfach hinzunehmen. Schüler sollen außerdem bewusst zwischen den vielen Angeboten wählen können. Sie sollten zum Beispiel wissen, dass kostenlose Angebote oft durch Werbung finanziert werden und dass dies Konsequenzen für die Inhalte der Angebote mit sich zieht. Dieses analytische Wissen soll auf die eigene Person und das eigene Verhalten bezogen werden. Es soll also ein reflexiver Rückbezug stattfinden, durch den das eigene Handeln sozial verantwortlich ausgerichtet werden soll. In dem Video wird ausschließlich auf Schülerinnen und Schüler eingegangen. Berücksichtigen wir jedoch das Prinzip des lebenslangen Lernens und die Tatsache, dass sich die Informations- und Kommunikationstechnologien in einem stetigen Wandel befinden, ist die Aneignung und Weiterentwicklung der eigenen Medienkompetenz für alle von großer Bedeutung. Noch einmal zusammengefasst haben wir also die vier Dimensionen: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Die Dimensionen lassen sich nicht in Gänze trennscharf voneinander betrachten. In Zusammenhang mit dem Aufkommen von Covid-19 lassen sich jedoch einige Beispiele aufzeigen, bei denen verschiedene Kompetenzbereiche notwendig sind, um Medienberichterstattungen zu filtern, Fake News zu erkennen und verschiedene Alltagsbereiche zu organisieren und zu koordinieren. Es gilt zu berücksichtigen, dass hier lediglich Beispiele genannt werden, um die Vielzahl der verschiedenen Aspekte zu illustrieren. Somit kann lediglich ein kleiner Einblick in das Thema Medienkompetenz gegeben werden. Kommen wir zunächst zur Medienkritik. Zum einen ist es wichtig, die Quellen der Nachrichten zu erkennen.
Diese müssen in einem weiteren Schritt bewertet und mit Hilfe des eigenen Wertesystems systematisiert werden. Wenn wir beispielsweise den Begriff Corona bei Google eingeben, kommen über 6 Milliarden Ergebnisse. Diese Flut an Informationen gilt es zu überblicken bzw. eigene Strategien zu entwickeln, die gewünschten Informationen zu filtern. Gleichzeitig können Fake News große Unsicherheit erzeugen. Dies ist insbesondere bei der Corona-Krise zu beobachten, weshalb die Fähigkeit, Medien kritisch zu bewerten, von großer Bedeutung ist. Wenn wir uns die Dimension der Medienkunde anschauen, reicht allein die Fähigkeit, mit einem eigenen Endgerät umzugehen, nicht aus. Wenn wir an Homeoffice oder Home Learning denken, ist es notwendig, die entsprechenden Endgeräte zu besitzen und sie je nach Zielvorhaben entsprechend einzusetzen. Beispielsweise ist ein Smartphone als Kommunikationsmedium gut, aber für viele Homeoffice-Tätigkeiten nur bedingt geeignet. Während der Zeit des Home Learnings gilt dies auch in besonderem Maße für das Lernen von zu Hause aus. Die Mediennutzung bringt eine besonders große Vielzahl an Möglichkeiten mit sich. Allgemein können durch die Nutzung digitaler Medien Informationen in Erfahrung gebracht werden und soziale Kontakte gepflegt werden. Sie können aber auch auf vielen Wegen für das außerschulische Lernen oder das Arbeiten von zu Hause aus genutzt werden. Nicht zu vergessen ist die Nutzung zu Unterhaltungszwecken. Hier ist dann in einem weiteren Schritt die Frage nach dem Ausmaß der Nutzung relevant. Dabei sollten die individuellen kurzfristigen mit den langfristigen Bewältigungsstrategien abgestimmt werden. Gleichzeitig scheint es sinnvoll, die Art der eigenen Nutzung zu reflektieren. Fragen wie, inwieweit ist es notwendig, jederzeit für die Arbeit im Homeoffice erreichbar zu sein, sollten für sich selbst individuell beantwortet werden. Dann ist es möglich, eigene Strategien zu entwickeln, um den Alltag zu strukturieren und die eigene Mediennutzung gegebenenfalls anzupassen. Bei der Mediengestaltung steigt zum einen die Bedeutung, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen das Verfassen und die Verbreitung von Fake News haben kann. In diesem Zusammenhang sollte dann auf die Gestaltung von Medieninhalten verzichtet werden. Auf der anderen Seite ist die Partizipation in Bezug auf die Gestaltung von digitalen Lerninhalten gestiegen. Es werden zum Beispiel Online-Konzepte von Lehrkräften entwickelt, um sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Auch bisher bestehende Medieninhalte werden dafür genutzt, geteilt und weiterverbreitet. Anhand dieser Beispiele wird erkennbar, dass wenn wir von Medienkompetenz sprechen, viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, was sie zu einem komplexen Forschungsfeld fungieren lässt. Zusammengefasst nehmen digitale Medien in der momentanen Situation einen noch höheren Stellenwert ein bzw. beeinflussen das Leben noch stärker. Daher gewinnt die Kompetenzaneignung zusätzlich an Bedeutung. Eigene Defizite werden sichtbar und Unsicherheiten werden offenkundig. Dies kann jedoch als Chance begriffen werden, sich in allen Altersstufen mit digitalen Medien weiter auseinanderzusetzen, eigene Grenzen der Nutzung zu formulieren, zu erweitern und den Mehrwert verschiedener Medienmöglichkeiten zu erfahren. Dadurch kann die gesellschaftliche Teilhabe auch in solch einer Zeit möglich bleiben. So, das war's auch schon mit unserem Screencast zum Thema Medienkompetenz. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald!